Bei Isha, anderthalb Stunden nach Maghrib beten und Maghrib haben wir 5 Minuten extra dazu addiert, weil wir geguckt haben, dass Maghrib immer nicht so in der Zeit ist. Deshalb machen wir das. Und diese anderthalb Stunden kommen, weil der Prophet sallam gewartet hat, 3 Phasen von Mond und die sind circa maximal 1,5 Stunden. Und er hat Isha gebeten, wenn der Gipfel von der Rötung weg ist. Und dieser Gipfel geht weg nach 1,5 Stunden maximal. Deshalb, manche Leute sagen, das muss, die Rötung muss weg sein. Das stimmt nicht. Und deshalb sagen sie dir, wir verschieben oder wir schieben die Gebete zusammen im Sommer. Und das ist eigentlich nicht richtig. Wallahu ta'ala. Ich mache bezüglich Gebetszeiten. Soll ich das von der Moschee nehmen oder soll ich das woanders? Es gibt verschiedene. Barakallahu fikum. Wir erklären die Sache so. Schaut mal. Es gibt Winkel, horizontale Winkel von der Sonne. Und diese horizontalen Winkel von der Sonne, die sind zwischen 12 und 21. Und wenn du höher gehst, dann wird die Zeit eher von Fajr. Und dieser Barakallahu fikum, wir nehmen 13,5. Nach diesen vielen Jahren, dass wir immer gucken und dass wir prüfen und so weiter.